Hallo und willkommen zurück. Wir sind noch in der Höhle und müssen erneut gegen die Bestie antreten, nachdem wir in einem sehr knappen Kampf das letzte Mal gescheitert sind. Ich werde also erstmal noch den Amadrutz-Zauber wieder auffrischen. Das bin ich, Zeritus Astrum. Und dann vielleicht auch noch ein paar andere Nettigkeiten einsetzen. Wieso zerstöre ich eigentlich mit Waffenbalsam meine Waffen? Ich dachte, das ist auch irgend so ein Plus, was auch immer. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Jetzt geht's. Irgendwie daneben geklickt oder sowas. Davon bekommt jetzt jeder noch was. Und von dem Wundpulver auch. Ich glaube, da haben auch noch einige ein paar Säckchen voll. Das benutze ich jetzt aber. Moment. Na klar. Erst direkt vorm Kampf. Wo ist jetzt? Da ist die Heilsalbe. Ah, das ist Waffenbalsam. Aufgepasst! Nein, falsch. Egal. Sehr schön. Ich hätte vergessen, was für ein langer Weg das ist. Beim nächsten Mal mache ich es, falls ich nochmal sterben sollte, mache ich die Vorbereitung ein bisschen näher an der Bestie dran. Endlich! Ich habe den Geschuppten gefunden. Tja, ja. Nun denn, unholdes Getüm. Parzalon von Streitzig fordert dich zum Kampf. Bereite dich auf dein Ende vor. Mir nach! Mit Rondras Donner! Angriff! Okay, trotzdem ähnlicher Plan wie beim letzten Mal, würde ich sagen. Sie kann sich eigentlich gleich mal die Körperkraft noch geben. Klar, das darf gleich losfeuern. Für Rondra und Pastor Vorgrim machen. Alter, steht da so ein bisschen doof. Kann der da nicht hingehen? Zu Befehl. Nee, klar, das ist doch nicht. Ja. Sehr gut. Ach so, ja. Dann. Das setzen wir jetzt ein. Bei Rondra. Ein Schwert. Und er hat es ja schon. Zur Stelle. Einkreisen. Lass das mal Vorgrim machen. Bei meiner Axt. Das bin ich. Kann die Leute. Unterwegs. Gucken, ob die da aus dem stinkigen Atem rausgehen kann. Zeritus. Zeritus. Für Rondra und Parmalor. Oh, du siehst schon wieder schlecht aus. Für Pardon.
Nimm das! Da! Für Rutger! Attacke! Nee, sie kann ja nicht hingehen. Bei meiner Axt! Alles klar. Candidus. Nimm das. Da. Halbkreis bilden. Nimm das. Halbkreis bilden. Mein Ja, viel besser jetzt. Na klar. Da liegt sie, die Bestie. Hey, wo läufst du hin? Hauptsache, er nimmt mir nicht meine Gegenstände weg, die ich jetzt noch klauen muss. Hole die Belohnung ab. Ha, ich habe alle Aufgaben, die mir Ebekurz gestellt hat, erledigt. Ich sollte mir jetzt meine Belohnung beim Abholen. Erst gucken wir mal, was der Wurm so bei sich hat. Kopf des Tatzelwurms. Die nehmen wir mit. Igitt. Keine schönen Dinge. Schön. Jetzt fehlt ihm tatsächlich der Kopf. Arme Vieh. Ich fürchte, es ist nicht sehr ritterlich, sich von einem besiegten Gegner in die Flucht schlagen zu lassen. In diesem Falle sollten wir doch den würdevollen Rückzug angehen. Aha. Wie du meinst, Traller. Hut des Meistermagiers. Magierstab, Zaubertrank. Noch ein Amulett mit 12 Dukaten. Schön, schön. Das Zeug darf die Klottes mal wieder nehmen. Ich habe bald keinen Platz mehr. Und auf jeden Fall kriegt sie auch mal... Ich brauche sie eigentlich gar nicht. Doch, ich brauche sie auch. Doch, aufteilen, das wollte ich machen. Mal Zaubertränke geben. So, da hat sich jetzt zwischendurch Fraps verabschiedet. Ich hoffe, dass die letzten Minuten richtig aufgenommen wurden. Wir gehen jetzt zurück zum Bürgermeister? Bauer. Bürgermeister. Bürgermeister war der Stippwitz. Wir gehen zum Bauern, sagen ihm Bescheid, dass die Bestie tot ist. Gucken, was er noch so als Belohnung für uns hat. Und dann setzen wir unseren Weg nach Brenzhain fort. Weswegen wir auch eigentlich hier sind, um den, wie heißt er denn, der kleine Dicke, den Gerling zu finden. Das war ein langer Umweg, aber ein schöner. Mal von dem Tod und so abgesehen. Tod der armen Bauern und Tiere und so. So, die Seife sollte ich jetzt auch gleich noch einsetzen. Ach, wo kann ich denn da hoch? So, da haben wir ihn ja.
Und wie die Bestie so losbrüllt, lasse ich mich also geschickt zu Boden fallen und warte, bis die Bestie genau über mir ist. Unglaublich! Was für ein Recken! Und als die stinkende, riesige Bestie sich verdutzt umblickend mit ihrem schleimigen, über und über mit Schuppen besäten Leib über mich tritt... Ja, gestunken hat das Vieh widerlich. Nehme ich mein Schwert und erlege es mit einem mächtigen Hieb in seinen vollgefressenen Wanst. Bravo! Ich wünschte, ich wäre so wie ihr, Parzalon. Hoch, liebe Parzalon von Streitsitz! Hoch! Ja, so entstehen wahre Heldengeschichten. Und? Gibt es Neues zu berichten? Gute Nachricht, die Bestie, die euren Hof verwüstet hat, ist nicht mehr. Die Nachricht hat sich hier schon wie ein Lauffeuer verbreitet. Ich bin euch zu großem Dank verpflichtet. Eure Belohnung sollt ihr natürlich auch bekommen. Ausgemacht waren ja 100 Dukaten. Weniger den 15 Dukaten für die 3 Schweine bleiben noch 85 Dukaten für euch. Hab Dank. Der Meinung bin ich doch auch. Hier euer Geld. Habt ihr sonst noch etwas auf dem Herzen? Können wir mal nach dem Gerling fragen. Vielleicht hat er ihn gesehen. Ja, der war hier. Allerdings hat er sich nur kurz hier aufgehalten und seinen Proviant aufgefrischt. Er wollte zum Heiligtum Brenzhain. Ich dachte, das schreibt man ohne H. Okay, lebt wohl. Dann gehen wir weiter nach Brenzhain. Und wie die Bestie so losbrüllt, lasse ich mich also geschickt. Lassen wir ihn links liegen oder reden wir nochmal mit dem? Warte, bis die Bestie genau. Gucken, was er zu sagen hat. Ah, meine furchtlosen Knappen, da seid ihr ja. Ich war gerade dabei, den guten Menschen vom Rattelshof von unserem Kampf gegen die Bestie zu berichten. Eure unschätzbaren, wenngleich auch nicht siegesentscheidenden Dienste blieben dabei natürlich nicht unerwähnt. Was habt ihr diesen Menschen erzählt, Parzalon? Ihr schmückt euch mit fremden Vätern? Geht es euch noch gut? Nein, nein, bloß keine falsche Bescheidenheit, Renaria Lavendelblüte. Ihr habt euch euren Platz in meiner Heldenchronik redlich verdient. Gut, ich gestehe, ich habe eure Beteiligung an manchen Stellen etwas zu sehr ausgeschmückt, aber so ist der große Parzalon nun mal. Auch meine Helfer sollen an meinem unermesslichen Ruhm teilhaben. Ach ja... Ich dringe einfach nicht zu euch durch, lebt wohl. Unglaublich! Was für ein Recken! Und als die stinkende, riesige Bestie sich verdutzt umblickt... Ich kann mir das nicht nochmal anhören. Bloß weg hier. Ach so, Seife. Jetzt wird sie erstmal gewaschen. Zur Stelle. Ach. So geht's gleich besser. Sauber. Und ach so, welchen Weg gehe ich denn da jetzt? Ich muss da ganz außen rum. Okay. Sauber und ausgeruht. Können wir jetzt weitergehen ins nächste Abenteuer? Ich muss ja eigentlich auch nicht der Straße folgen. Ich könnte hier mit ein bisschen querfeld eingehen. Ach ja, richtig. Da ist ja jetzt der Arsch von Megalon. Gucken, was er diesmal wieder für Tricks drauf hat. Und wieder kreuzen sich unsere Wege.
Ich sehe, ihr schätzt das Wandern genauso wie ich. Ja, deswegen bin ich hier. Was macht ihr hier? Ich beobachte die Ereignisse in diesem Tal, das vom Schrecken heimgesucht wird. Interessant, dieses Konvolut von Leid, Angst und Desorientierung, meint ihr nicht auch? Aha. Interessant, ich würde es eher schrecklich nennen. Habt ihr denn kein Mitleid mit den armen Menschen hier? Mitleid? Nein. Als Forscher muss ich immer darum bemüht sein, eine objektive Sichtweise auf meine Studienobjekte zu haben. Niedrige Gefühle würden nur meine Beobachtungen beeinflussen und meine Ergebnisse verfälschen. Okay, wer seid ihr? Ich? Nur ein Forscher. Ich erforsche das Wesen des Menschen und das anderer Tiere. Was heißt das denn? Menschen sind doch keine Tiere. Oh, sie sind ihnen viel ähnlicher, als ihr glaubt. Voller primitivster Triebe, erstickt von Atem der Angst und in allem, was sie als Verstand bezeichnen, so unglaublich dumpf und träge, dass es einen brillanten Geist beim Anblick schmerzt. Und du bist kein Mensch, nehme ich an. Ihr habt ein sehr düsteres Bild von den Menschen. Nun, was habt ihr denn so herausgefunden bisher? Meine jahrelangen Forschungen sagen mir zum Beispiel, dass ihr mehr Angst vor mir habt, als ich vor euch. Okay. Das sage ich mir auch immer, wenn ich mich Spinnen begegne. Sie haben mehr Angst vor mir. Mehr. Wohl kaum. Ich bin Streiter der Drachenqueste und ihr seid nur ein Mann mit einer Hornkappe. Faszinierend, wie leichtfertig bei Schneckenhirnen doch zum Imponierverhalten gegriffen wird. Und wie mühsam nur zum Denken. Nun, ich möchte eure Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Ah, okay. Doch immer wieder schön, sich am Wegesrand beleidigen zu lassen. Da haben wir jetzt wohl die wahre Bestie gefunden. Der arme Wurm, den wir da umgelegt haben, wird wahrscheinlich gar nicht so viel Schaden angerichtet haben. So, das ist alles erledigt. Tja, und da hinten brennt dann wohl Prenzheim. Hein. Ich überquere dann mal eben noch schnell die Brücke und dann schauen wir uns das Unglück beim nächsten Mal an. Also viel... Ich will ja niemanden die Parade verregnen. Aber wenn Gerling gerade dort war, wo wir geglaubt haben, dass er war, war die ganze Reise für die Katz. Klar, dass man darf nie unterschätzen, welche Erfahrung so eine Reise bringt. Also ganz für die Katz wird sie wohl nicht sein. Außerdem, wer weiß, vielleicht lebt Gerling ja noch. Und wenn nicht, dann, naja, wissen wir wenigstens, was mit ihm passiert ist. Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.